Ja, und damit recht herzlich willkommen hier zur Notruf 112. Wir werden uns heute das Szenario Kleinflächenbrand angucken und ich würde sagen, wir starten gleich mit rein und warten gar nicht lange. Sind wir hier. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand, Einsatz für TLF 2. Genau, also wir fahren jetzt das TLF als Solo und wir werden erst Maschinist sein und später werden wir dann später noch als Truppführer wechseln, den Brand löschen und dann wieder als Maschinist die Heimfahrt antreten. Aber erstmal Wegwarnleuchte machen wir uns auch noch an. So, der beste Feuerwehrfahrer Ingo West ist mal wieder unterwegs. Jetzt mal durch. Alter. Ja, das ist cool. Man muss immer aufpassen, dass nicht irgendwelche Leute hier die einfach so den Weg hier abschneiden. Das ist schon ganz cool gemacht, dass manche einfach auch fahren. Ja in der Realität aussehen. Wir sind auch schon. Ah, ich glaube, das habe ich schon mal gemacht hier. Also einmal Retro. So, wir wechseln einmal die Einsatzkraft. So, was sollen wir machen? Prost Mahlzeit. Ja, wo sollen wir die hinpacken? Da ist schon. Ja, schnell jetzt hier. Nicht, dass sie sich noch ausbreitet. So schnell geht's. So, Schnellangriffsrohr. Das ist da hinten beim TRF. Ja, die ist jetzt eröffnet. Nehmen. Löschen. Jetzt ist er auch noch umgekippt. Einsatz dauert sogar 40 Minuten. Das haben wir jetzt schon gemacht. Warte, ich leg nochmal schnell meine Atemmaske, glaube ich, ab. Doch, ein Gerät drauf. Super! Also, wir machen Trick 17, jetzt sind wir wieder zu. Maschinist. Jetzt können wir mal gucken, ob da hinten schon alles zu ist. Sieht gut aus. Das kannst du nicht selbst machen. Schluss mal. So. So. Abgang. Ab nach Hause. Käffchen wartet. So, einsatzbereit sind wir wieder befunkt. Können uns ja mal jetzt die Warnblinker ausmachen. Und fahren ab zurück in die Zentrale. Ich wollte fast über Rot fahren. Ich war es noch gewöhnt, dass wir Blaulicht anhatten. Ich kenne ja auch so. Ein paar Feuerwehrmänner machen Trick 17. Blaulicht an, fahren rüber. Blaulicht wieder aus. Würde ich aber, glaube ich, auch machen. So. Boah, war nicht so anstrengend, der Einsatz, ne?
Gas. Aktuell ist ja auch für Notruf 112 Teil 2 gibt es jetzt auch aktuell noch einen Playtest. Aber den werde ich wahrscheinlich nicht veröffentlichen, weil ich halt nicht so wirklich weiß, ob ich das darf, weil es ja noch mehr Early Access und alles. Wenn ihr übrigens den Notruf 112 Teil 2 oder Notruf 2 schon mal spielen wollt, dann müsst ihr den Discord-Server von Notruf 112 folgen. Da habt ihr dann so einen Link und dann könnt ihr dann dieses Produkt bei Steam aktivieren und könnt ihr jetzt schon mal für 2 Wochen das schon mal austesten, den neuen Teil. Ich habe auch schon mal ein bisschen reingeguckt, aber es soll irgendwie noch viele Fehler. Da sind wir auch schon wieder zurück an der Wache von Mülheim. Oder? Wie ist die Wache nochmal? Ja. Das war. Das ging ganz schön schnell von Gelb auf Grün. Rot. Leider funktionieren die Rückspiegel nicht. Ja genau, Mülheim an der Ruhe. War schon richtig. Ja. Und ich freue mich auch wieder, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Und ich würde sagen,